Welche Fragen sollte man sich stellen, wenn man auswandern will, möchte weg aus Deutschland? Tulum kannst du empfehlen, oder? Ein paar Deutsche hier getroffen im Supermarkt letztens. Sagen wir mal, 5 Rapper haben mich gedisst. 3 von denen haben mich vorher gefragt, ob ich, wenn irgendwas passiert oder eine Entscheidung getroffen werden muss, ein inneres Gefühl. Und dieses Gefühl ist meiner Meinung nach immer richtig so. Es war so geil, einen Menschen zu haben an seiner Seite, wo man das Gefühl hat, der ist du, Digga. Weißt du, ich meine, der gehört so krass zu dir, dass es einfach du bist, Digga, so. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club. Ist, auch wenn ich manche Sachen nicht mag an Leon, aber ich feier ihn. Ja, Bro, so ist es doch, Digga. Man kann ja auch, also, weißt du, wie viele Leute kenne ich, die ich cool finde, aber wo ich auch nicht alles mag, Bro. Ich versuche es wenigstens. Ne? Ich versuche einfach so zu bleiben, wie ich bin. Immer. Und ich versuche immer das zu sagen, was ich denke. Ich versuche nie Film zu machen oder irgendwie, ich mache auch nie taktisch irgendwas klug, so dass ich sage, ey, ich beleidige den jetzt so oder reacte jetzt da so drauf oder pack diesen Talk in die Instagram-Story rein, damit der dann so und so aussieht, damit ich dann so aussehe, so. Digga, Mann, Alter. Es gibt so ein paar, so, sagen wir mal, 5 Rapper haben mich gedisst. 3 von denen haben mich vorher gefragt, ob ich ein Interview mit denen mache und ich habe einfach nicht mehr zurückgeschrieben, vielleicht irgendwann so. Was auch nicht cool ist, Digga, aber ich könnte es auch in meine Story posten. Und dann seht ihr einfach lächerlich aus, Bruder. Weil ihr mich nur gedisst habt, weil ihr kein Interview bei mir bekommen habt, Bro, weißt du? Aber den Diss dann so aussehen lasst, als ob ich dieser Punching-Ball bin, so. Ich könnte so viele Leute klein machen in der Szene. Ich habe so viele Informationen, teilweise Videos, Screenshots, Nachrichten, DMs, Bruder, von Leuten, die mir auch schon, die aber über mich reden, weißt du, die tun mir Sachen an, Digga. Aber ich mach das nicht, Bro. Fuck it. Das gibt mir dann auch negative Vibes, weißt du, wie ich meine, so, wenn ich irgendwie dafür sorge, dass ein anderer schlecht dasteht, obwohl er mich zuerst beleidigt hat oder mich zuerst schlecht dastehen lassen hat, gibt mir das trotzdem negative Vibes, Bruder. Und ich finde das gut, dass ich so bin. Und ich würde das, weiß ich nicht, manche Leute würden sagen, ich bin dadurch schwach. Viele von denen in der Szene würden sagen, ah, der ist schwach, der ist eine Fotze, der ist schwul oder so, der lässt sich beleidigen oder der macht dies oder der macht das, ohne was zurückzumachen. Ich persönlich stehe einfach zu mir selber, ich weiß, dass ich so bin und ich sehe es auch nicht als Schwäche so. Ich finde das für mich selber stark, dass ich immer Hemmungen davor habe, wenn es um Beef geht, andere zu beleidigen oder klein zu machen oder deren Brot schlecht zu machen so. Dass ich dann immer so ein schlechtes Gefühl habe, selbst wenn die mich beleidigt haben oder schlecht über mich geredet haben so. Ich habe dann immer ein schlechtes Gefühl so. Und ich finde es gut. Sollen die sagen, was die denken, was die sagen sollen, Bruder, weißt du, wie ich meine so? Wie viele Leute sitzen nur bei Twitch und ach, egal. Jetzt bin ich wieder in so einen komischen in so einen Modus reingekommen, scheiß drauf. 8 von 10 Brüder sind wieder out of control, Bro. In Mexiko mit Karl S., Digga. Digga, bin ich gestern drauf gestoßen, durch seinen besten Freund Justin, der Justin. Der hat sich natürlich den Spaß nicht nehmen lassen und hat mal wieder eine Reaction aufs Kerlchen gemacht, so. Und da bin ich drauf gestoßen, Digga, dass der Bro auch einfach in Mexiko abhängt. Dann habe ich ihm natürlich mal eine WhatsApp rübergeballert und habe gesagt, Mexico it in, man, what's going on here, Bro? Ja, der geht jetzt nach Miami und dann kommt er wieder irgendwann zurück oder so und dann treffen wir uns vielleicht mal. Ich habe gesagt, wenn du in Tulum bist, sag Bescheid, der ist halt in Cancun, ne? Sind 2 Stunden fast. What up, Ali? Tulum kannst du empfehlen, oder? Fragezeichen. Ist immer schwer, so Empfehlungen rauszuhauen, ne? Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch feiert andere Sachen und so. Ist schwer jetzt für mich, deine Empfehlung rauszuhauen, weil keine Ahnung, was du fühlst, was du feierst, Digga. Keine Ahnung, wenn du kommst, auf einmal nur noch Regen, Algen, Gewitter und so. Und dann sagst du Kacke. Oder du kommst, hast kein Game bei den Frauen und sagst dann Kacke. Ist immer so, je nachdem, wer was Bock hat, ne? Zieht euch meine Blogs rein, lasst euch davon aber auch nicht zu krass beeinflussen. Ich habe mich auch gemerkt, ein paar Deutsche hier getroffen im Supermarkt letztens. So, und die haben sich halt meine Stories gegeben und sind dann hierher gekommen. Und waren dann hier und haben halt nicht den gleichen Lifestyle gelebt wie ich so. Haben gemerkt, dass das gar nicht so easy ist, einfach auf eine Bootparty mit 30 Models und so. Oder, keine Ahnung, auch die schönen Orte, die Cenotes und so zu finden. Diese ganzen Sachen, weißt du, es ist nicht einfach so. Man muss da die richtigen Leute kennenlernen, der richtige Typ sein, dies, das, bla bla bla. Und deswegen kommt nicht mit zu viel Erwartungen, ne? Es kommt immer drauf an, was für ein Typ ihr seid. Wie schnell ihr connectet, wen ihr so kennenlernt, dies, das, bla. Welche Fragen sollte man sich stellen, wenn man auswandern will, möchte weg aus Deutschland?
Das ist schwer, dir das jetzt schon zu beantworten, aus meiner Sicht so, weil ich bin ja noch nicht so lange weg. Ich bin jetzt seit 5 Monaten, glaube ich, ungefähr weg. Und hab mir vorher nicht wirklich viele Fragen gestellt, weil ich einfach ein Mensch bin, der auch einfach mal so Moves macht, ne? So wie Berlin damals habe ich ja das Mexiko-Ding auch einfach so gemacht. Ohne groß drüber nachzudenken, sondern habe so viel auf mein Gefühl gehört. Und das ist eigentlich auch der Tipp, den ich mitgeben würde, ist grundsätzlich sowieso, jetzt wenn wir nochmal grundsätzlich zurückgehen auf den grundsätzlichen Talk, so, man sollte, jeder Mensch meiner Meinung nach in der heutigen Gesellschaft sollte wieder sich mehr mit sich selbst beschäftigen und versuchen, sein eigenes Gefühl wieder rauszuholen, Digga. Das, dieses eigene Bauchgefühl, Digga, das ist so vercrackt mittlerweile bei so vielen Menschen innen drin. Das ist so beeinflusst, da ist so eine fette Schale drum von Meinungen, von Sachen, die man erlebt hat, von irgendwelchen Talks, die einem verpasst wurden, so, dass man sein eigenes inneres Kerngefühl, und das gibt es. Es gibt so ein inneres Kernbauchgefühl. Manche würden sagen, das ist Gott. Manche sagen, das ist Bauchgefühl, manche nennen es irgendwie ganz anders. Aber jeder Mensch hat, egal was passiert, wenn irgendwas passiert oder eine Entscheidung getroffen wird, muss ein inneres Gefühl. Und dieses Gefühl ist meiner Meinung nach immer richtig so. Und wenn wir es schaffen, auf dieses Gefühl zu hören, brauchen wir gar nicht mehr so viel nachdenken. So. Sondern wir folgen einfach unserem Gefühl und merken, dass dann alles richtig ist. So. Weißt du? Deswegen fühl, Bro. Fang an zu fühlen wieder. Und guck, ob es richtig ist, weißt du? Frag dich selber, frag dein eigenes Gefühl. Yes, sir. 8 von 10 meiner Brüder wieder out of control. Schönste Zeit in meinem Leben. Schönste Zeit in meinem Leben. Ich glaube, also, boah, ist voll schwer, Digga. Ist voll schwer zu beantworten, ohne eine Zeit zu disrespekten, weil ich habe echt sehr viele geile Zeiten in meinem Leben gehabt schon so. Sehr viele geile Zeiten sogar, Bruder. Aber ich glaube, ich lebe gerade schon die beste Zeit in meinem Leben, so. Also, was ich hier jetzt in den 5 Monaten schon erlebt, alles, so von Anfang bis jetzt, so viele Sachen, Bruder, oh, ich glaube, im Nachhinein betrachtet wird das auf jeden Fall so mit der größte Moment in meinem Leben sein, so. Mit der lebensveränderndste Moment auch in meinem Leben. Aber zum Beispiel die Zeit mit Fanus in Berlin, Bruder, so, ne. Gerade die Anfangszeit. Allgemein mit Fanus so, wo ich Fanus kennengelernt habe und wo wir angefangen haben, so zusammen Videos zu drehen und so. Wir waren eins, Digga. Weißt du, wie ich meine? Wir sind so krass zusammengewachsen. Das war so geil, einen Menschen zu haben an seiner Seite, wo man das Gefühl hat, der ist du, Digga. Weißt du, wie ich meine? Der gehört so krass zu dir, dass es einfach du bist, Digga. So. Und deswegen würde ich sagen, dass die Zeit mit Fanus auch boah, Digga, einer meiner schönsten Zeiten in meinem ganzen Leben war, so. Einfach mit einem Homie komplett die Scheiße rausgelassen. Ist aber auch eine Phase, die hätten wir auch so lange nicht durchziehen können. Gerade die Anfangszeit in Berlin. Es war halt für mich zum ersten Mal so, dass ich das Gefühl hatte, es läuft und Geld ist dabei rumgekommen. Zum ersten Mal habe ich Geld verdient, so. Zum ersten Mal habe ich so 4.000, 5.000 Euro einfach auf mein Konto gekriegt und ich war in Berlin, so. Hab mir dann natürlich, so dumm wie ich bin, keine wirklichen Gedanken über Steuern etc. gemacht, was mich jetzt auch wieder verfolgt. Aber die Zeit trotzdem will ich nicht missen, weil wir haben einfach auf alles geschissen. Wir haben das Geld so einfach rausgehauen, haben Lifestyle gelebt, Partys gemacht, dies, das, bla bla bla. Im Nachhinein betrachtet könnte man sagen, ich war der Captain von dem ganzen Shit. Ich war auf jeden Fall der Typ, der dafür main verantwortlich war. Fanus hat natürlich auch mitgemacht, aber hätte man nicht so viel auf die Kacke gehauen, ne? Hätte man da ein bisschen gebremst und hätte man den Fokus darauf gelegt, was Stabiles aufzubauen, dann würde ich jetzt wahrscheinlich hier sitzen mit einem geilen Puffer und hätte was aufgebaut, dies, das, bla bla bla. Aber durch dieses freie Denken und durch diese Scheiß-auf-alles-Mentalität, die ich so krass in meinem Kopf verankert habe, habe ich halt so frei, wie ich da gelebt habe und so viele Dinge, wie ich erlebt habe und so viele Sachen, wie ich gesehen habe und so viele, ja, Dinge, die ich auch schon immer machen wollte, die ich dann gemacht habe und so, das hätte ich sonst nicht erlebt, vielleicht. Keine Ahnung, man kann es so oder so betrachten. Ich sage, alles, was passiert ist, hat mich am Ende zu dem gemacht, der ich bin. Und ich bin happy, Bro. Was hast du Miete gezahlt? In Berlin oder hier? Wie hast du neue Leute in Mexiko kennengelernt? Ich will auch mal auswandern, wenn Schule und so weiter fertig ist. Und das ist die einzige Sache, die ich mir schwierig vorstelle. Hast du Steuerschulden? Yes, ich habe Steuerschulden. In Berlin habe ich Miete bezahlt, 1.350 Euro. Und zu der Frage von Luan. Wie hast du neue Leute in Mexiko kennengelernt? Bro,
das war auch wieder so ein Gefühlsding, ne? Ich, so, man zieht halt Leute an. Und gerade wenn du alleine unterwegs bist, wirst du merken, ziehst du auf einmal ganz andere Leute an, wie wenn du im Kollektiv unterwegs bist, wie zum Beispiel mit Freunden. So. Ne? Du ziehst ganz andere Leute, ganz, ganz andere Menschen an, wenn du alleine unterwegs bist. Und ich muss dir sagen, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ich habe in Mexiko hier schon viele Leute kennengelernt, aber ich will eigentlich nur, ich würde eigentlich sagen, da ist nur eine Person, die so, oder sagen wir zwei Personen, die mir halt so wirklich ans Herz gewachsen sind, wo ich sag so, das ist auch eine Freundschaft, so man kann, man ist füreinander irgendwie da, so, ne? Aber nichtsdestotrotz ist es nicht vergleichbar wie mit Leuten, die du schon seit 10 Jahren kennst, weißt du so? Deswegen, es wird immer schwer bleiben. Für mich ist es nicht so schwer, weil ich sowieso schon immer so ein bisschen Alleingänger bin, ein bisschen Einzelgänger-Typ bin, so. Deswegen, ich kann gut alleine sein, ich kann einen guten Lifestyle mir aufbauen, auch alleine, so. Aber, klar, es fehlt einem mal, ab und zu fehlt einem natürlich auch mal jemand, den man schon irgendwie länger kennt, wo man mal ein bisschen tiefe Gespräche haben kann, Deutsch reden kann auch vor allen Dingen und sich wieder irgendwie zu Hause fühlt, so, ne? Aber ich brauche das eigentlich nicht zum Leben, weißt du? Also nicht die ganze Zeit. Wenn ich weiß jetzt, okay, ich lebe hier jetzt gerade besser, es tut mir besser vom Gemütszustand, vom Land, einfach von diesen ganzen Umständen her, dann kann ich auch immer für eine Zeit lang, für ein Jahr, für zwei, auch für 3 Jahre auf was verzichten, so, weißt du? Ich bin der Heiße im Club, bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster, yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club und